Düb, 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 Jo und hallo auf dem Kanal, sind wir auf Live. Schönen Gruß an JG Crafter. Ja, ich bin der Digi-Held und ich kann den Kanal halt nicht ungenuschelt aussprechen, anscheinend. Ja, wir machen weiter mit The Witcher Blood and Wine. Und das nächste Fragezeichen liegt genau vor uns. Genau, das war's. Ich habe den hier direkt vor uns geparkt. Hau mir nochmal so eine Honigwabe im Kopf. Vergewissere mich, dass ich das richtige Zeichen habe. Merke, ich habe es nicht. So, jetzt habe ich das richtige Zeichen. Und wir können halt irgendwie nach vorne gehen. Es geht voran. So, wollen wir mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Das ist, ich mache jetzt irgendwie The Witcher tatsächlich irgendwie das zweite Mal an seit meiner Riesenpause und ich bin wieder total fasziniert von der Lichtstimmung. Was steht da rum? Warum steht es da rum? Warum vibriert mein Amulett? Das sind alles Fragen. Scheint nur eine Person darum zu stehen. Ich mache mir gar keine Sorgen. Oh, ich habe aus Versehen gespeichert. Da steht einer rum. Ritter Christoph Durgares Tagebuch. Und dann haben wir noch ein paar, ein Schema und so. Oh nein, ich bin voll. Ich wollte ja noch so, ne? Meine geliebte Sophie hat einen anderen. Ich werde mir nicht das Hemd aufreißen, die Götter nicht verfluchen und keine Rache schwören. Meine Sophie ist voller Lebensenergie. Es war unvermeidlich, dass sie irgendwann überquillt und sich in andere Kanäle ergießt. Nun ist es an mir, diese Kanäle abzudichten, meinen Rivalen zu bezwingen und zu hoffen, dass meine Mauern ausreichen, um ihrer Vitalität gerecht zu werden und uns ein gemeinsames Leben im Überfluss zu ermöglichen. Ich habe ihr bereits vergeben. Jetzt muss ich nur noch ihren Liebhaber finden, aus dem Leben entfernen. Okay, das klingt jetzt auch ein bisschen drastisch. Das sollte man irgendwie. Okay, gestern bin ich so viel gefolgt. Sie ihre Stelldicheins im Olivenhain, wie romantisch. Als sie sich trafen, flogen Vögel über den Hain. Ein ganzer Schwarm mit reichlich Gezwitscher. Wie zur Feier der Liebenden und zu meiner Verhöhnung diese Symbolik. Ich sehe, wie diese Romanze meine liebste Frau auslaugt. Seit sie sich mit ihrem Liebhaber trifft, wird sie ständig blasser. Nachts schleicht sie ziellos und wie blind durchs Haus. Sie war so lebendig und strahlend. Nun ist sie kraftlos, apathisch und resigniert. Ich muss allen Mut zusammennehmen und dieses Verhältnis beenden. Ich, Christoph Dugarry, verachte Gewalt. Ich werde diese Angelegenheit pragmatisch lösen. Schon steht ein Sack nilfgaardischer Florin bereit, so schwer, dass ich ihn kaum heben kann. Ich warte, bis meine Sophie vom Treffen zurückkehrt, dann schnapp ich ihn mir, mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Heiliger Majoran, gib mir Kraft. Hat nicht so gut geklappt, oder? Ganz ehrlich, hier steht eine Frau die ganze Zeit hier so rum. Egal. Oh! Gleich die Hüllen fallen lassen, oder was? Oh! Okay. Okay. Den hier. Komm her. Was bist du? Oh, wo bist du? Ich sehe dich. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Wo bist du? Also ich komme mir vor wie so ein Fliegengletscher hier. Boah. Oh, der hat mich getroffen, oder was? Ich glaube, ich muss mal ein bisschen was hier auf mein Schwert tröpfeln. Ich brauche hier irgendwas gegen, ich würde mal sagen, Vampire. Vampire. Sollte jetzt erstmal nicht schaden. Leider bin ich auch ein bisschen voll.
Ich glaube, ich sollte mal irgendwie so ein bisschen auch Bomben ausprobieren. Das ist eigentlich schon gar nicht schlecht, ne? So, wie komme ich... Warte. Nee. Scheiße, wie war denn das? Wie kam ich denn jetzt in den... wie konnte ich das aussuchen? Was ich, so... Wow, stimmt ja. Es geht ja weiter. Oh! Oh, ich habe keinen Schutz mehr. Okay. Wo bist du? Da ist er irgendwie hochgesprungen. Boah, ich kann gar nicht. Jetzt aber hin da. Oh, das hat mir zu viel gebracht. Ja, das ist super. Doch, das hat doch ein bisschen was geholfen. Aber... Sie wandelt sich nicht mehr so einfach. Vielleicht sollte ich das mit starken Schlägen versuchen. Ja, starken Schlägen! Ne, mit starken Schlägen sollte ich es doch nicht versuchen, habe ich gemerkt. Es hat ein kleines Piepen im Ohr. Alter, hat die mein Schlag pariert mit ihren Klauen oder was? Mit ihren Kalauen? Wie der mal hier rumschreit, ey. Hab ich noch. Gibt's noch irgendwelche anderen Bomben? Warte. Oh, schickes Bild eigentlich, ne? Achso, ne, das war's. So. ich bin hier völlig falsch. Fuck. Immer noch. So, also. Inventar. Da wollen wir mal gucken, ob wir da nicht noch was Schönes an Bomben haben, das uns hier ein bisschen weiterhilft. Überlegen hält. Das haben wir gerade benutzt, oder nicht? Teufelsbewusst. Nordwind. Mondstaub. Das können wir mal versuchen. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie den Scheiß noch aussuchen muss. Jo, muss ich. Oh, beeil dich bitte. Die Frau hat nicht die ganze Zeit... ja, genau. Das war, so war das geplant. Aber überhaupt nicht. Oh. Das war geplant. Die braucht sich gar nicht transformieren, Alter. Die ist so schnell. Alter, das gibt's ja gar nicht. Warte mal, ich muss mal einen Trank zu mir nehmen. Und zwar nehmen wir mal was, was uns ein bisschen schneller macht, damit ich überhaupt, was ist das, Schwalbe oder wie ist das? Ich weiß gar nicht, wie sah das aus? Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Donner, gibt Kraft, also Schläge, sind ein bisschen. Weißer Honig hebt alles auf. Überlegene Mario Wald. Ja, wird auch nicht schlecht. Überlegene Katze brauche ich nicht. Da. Ja, nee. Aber das, war das nicht das? Immer wenn du einen Gegner tötest, verlangsamt sich vorübergehende Zeit, verlängerte Wirkung, 3, okay. Aber das ist... Ist das tatsächlich Schneesturm gewesen, ne? Aber ich will ja nicht erst töten, ich will ja irgendwie jetzt so bla und... Ach. Hm. Ja, falls du eine Idee hast, was man da so am besten nimmt, schreib's in die Kommentare. Oh.
Scheiße, hör mal. Hab ich die erwischt, ne? Daneben! Jawoll, du brennst! Fang ich wieder ein Schreien an. Das war so krass, wie sie mit ihrem Clown das Schwert und dann klong. Ist auch noch schön, dass das Schwert gerade so ein bisschen kaputt ist. Also gehen wir nochmal ins Inventar und gucken doch nochmal, was wir da Schönes haben zum Reparieren. Was haben wir hier? Anhänger, Rüstungs... Ach, naja, scheiße, kann man auch nochmal kurz hier weghauen. Was habe ich jetzt alles repariert vor allen Dingen? Anfänger, Waffen, Reparaturset. Das war schon? Gut. Ah, jetzt macht das noch mal ein bisschen mehr Schaden. Jawoll. Oh, Alter, die Blutfaden da oben, geil. Ah, was passiert da? Sag mal, bist du nicht ganz wild? Stirb schneller. Danke. Vampirzahn. Blaues Mutagen. Vampirspeichel. Vampirblut. So, was hat die jetzt gemacht, Alter? Die hat irgendwie voll an mir rumgenascht. Burgeroberung. Triff dich nach Mitternacht mit Damien in der Mühle des Grafen der Crocs. Keine Ahnung, wie der heißt. Da. So. Was haben wir noch so? Hier liegt auch noch was rum. Ein Liebesbrief. Entschuldigung. Allerliebstes Mädchen. Ich kann es kaum erwarten, bis wir uns wiedersehen. Meine Nächte sind rastlos, mein Kopf ist voller Gedanken an dich und nur dich. Wenn mir jemand vor einigen Monaten gesagt hätte, dass mich je eine solche brennende Leidenschaft mit einer anderen Frau verbinden würde, hätte ich diese Person ins Gesicht gelacht. Aber jetzt habe ich nur noch den Wunsch, dir nahe zu sein. Christoffe? Das ist bestimmt wieder Französisch oder so. Christoph ahnt wohl langsam etwas, aber ich hoffe, dass ich seine Ängste beschwichtigen kann. Ich möchte ihn möglichst nicht verletzen. Er ist ein guter Mann, warmherzig und ehrlich, aber das Feuer, das einst zwischen uns gebrannt hat, ist erloschen. Ich weiß, dass du das verstehst und ich freue mich, ehrlich zu dir sein zu können. Bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wiedersehen, das kann nicht bald genug sein. Ich bitte, pass auf dich auf. Xymena, deine dich unendlich liebende Seraphine. Hä? Allerliebstes Mädchen? Seraphine? Was ist da los? Das Schwert ist noch voller Vampirblut, eklig. Haben die da schon wieder was geändert? Ich kann das gar nicht so richtig sehen. Halt das doch mal bitte in die Sonne hier. Na gut. Okay, alles klar. Dann wird das geklärt. Das haben wir noch. Okay, dann stecken wir das Schwert mal wieder weg. Rufen unseren Gaul. Und dann gehen wir mal ein bisschen shoppen, würde ich sagen. Ist irgendwie eine Stadt auf dem Weg. Burgeroberung. Ah, ich bin gerade hier oben. Ich wollte ja die Fragezeichen abklärchen. Weil das sind nur noch die, ne?
Mehr Fragezeichen sind hier, glaube ich, nicht mehr. Nö. Der, das da oben. Tja. Naja, dann reichten wir erstmal zu dem Wegzeichen hier. Dann gehen wir in die Stadt. Ein bisschen shoppen. Jo. Heya! Punkt. Ah, inzwischen ist es auch Tag geworden. Jetzt ein bisschen nach rechts reiten. Oh, da ist dann schön auch noch ein bisschen ein anderer Reiter. Da kommt man sich nicht so alleine vor. Oho, diesen Mistkerlen hast du es aber gezeigt. Danke, dass du uns von diesen Hansen befreit hast. Ja, diese Hansen, du. Hansis! Schnell reisen. So, ab in die große Stadt. Da wollen wir mal gucken, dass wir da mal so die ganzen Waffenhändler wieder abklappern und so. Naja, eigentlich würde ich erstmal froh sein, wenn ich die überhaupt finde. Das ist ein... Ah ja, gut, okay. Großmeisterschmied, der hat bestimmt was zu verkaufen. Aber ich will ja jetzt verkaufen, ich will ja was kaufen. Oh, falsche Richtung. Ich kann ja nicht... Mit dem kann ich wenigstens traben. Halt mal! Komm schon, Plätze! Es ist immer noch ein großartiges Spiel, ne? Wenn ich das... Nein. Was jetzt? Wie gebannt schauen sie auf das Bild. Ui. Oh nein. Hallo. Geralt, wie gefällt dir unser Bild? Ist es nach deinem Geschmack? Ja, also, es ist gut. Es spricht nicht gerade meine Erwartung. Ich verstehe nicht viel von Kunst. Was soll ich denn da nehmen? 1, 2 oder 3? Schon ziemlich cool, ne? Was nehme ich da? Ich bin jetzt echt unentschlossen. Ich nehme das. Ich weiß ja nicht viel von moderner Kunst, aber Lebensechtheit ist offenbar weniger wichtig als andere Qualitäten. Du meinst den Umstand, dass ich dich au naturel gemalt habe? Das machen alle zeitgenössischen Meister. Genau das meine ich. Einige Dinge sind verändert, einige Details anders. Übertreibt Moustachéroy auch so sehr? Ach, bei dessen Werken sieht man doch nicht einmal, ob das Motiv en face oder im Profil dargestellt ist. Dieser Amateur. Dann sollte ich wohl froh sein, dass er mich nicht gemalt hat. Vielleicht willst du das Bild kaufen. Für dich trenne ich mich davon. Zu einem Sonderpreis. Was? Warum nicht? Ist ein interessantes Andenken. Wenn auch kein Schnäppchen. Tja, es gibt nicht viele, die meine Technik zu würdigen wissen. Darum hungere ich bisweilen. Oh. Na schön. Wenigstens kann ich so bestimmen, wer es sieht. Danke. Ja, das ist eine gute Vorgehensweise. Ich habe mir das mal geschnappt.
Und das hänge ich mir dann doch glatt ins Schlafzimmer, damit man so richtig, ne? Also wenn, dann richtig. Und ich sehe auch gerade, die Zeit ist vorüber, deswegen, ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Teil. Und viel Spaß noch auf YouTube. Tschüss!